Einen schönen guten Morgen und ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu den flatex Morning News am Mittwoch. Der DAX, der hat ja gestern eine kleine Pause eingelegt. Er wurde ausnahmsweise mal kein neues Jahreshoch generiert. Im Gegenteil, der Deutsche Leitindex, der fiel nämlich zum Handelsende unter die 10.700-Punkte-Marke. Er schloss dann letztendlich 0,58% im Minus dann bei 10.676 Punkten. Wie geht es nun heute weiter für den Deutschen Leitindex am Mittwoch? Wir blicken nach Frankfurt zu unserer Korrespondentin Franziska Schimpke. Franzi, erstmal schönen guten Morgen. Ja, was dürfen wir uns denn heute vom DAX erwarten? Ja, einen schönen guten Morgen. Wirft man einen Blick auf die Vorgaben, dann folgt auf die Rekordjagd beim Dow Jones erst einmal leichte Gewinnmitnahmen am Dienstag. Wir hatten Aussagen von US-Notenbankern, die eine Zinserhöhung innerhalb dieses Jahres nicht ausschließen. Das drückte etwas auf die Stimmung. Auf der anderen Seite hatten wir zwar weitere steigende Ölpreise und auch von Seiten der Konjunkturdaten gab es nichts, was in diese Richtung ging. Trotzdem ist der Dow Jones 0,5% schwächer aus dem Handel gegangen. An den asiatischen Märkten hingegen ein freundliches Bild. Der Nikkei liegt zu um 0,8%, beim Hang Seng ein Plus von 0,2% und der DAX, der hat sich nach seinem guten Lauf zuletzt gestern eine kleine Verschnaufpause gegönnt. Leichte Gewinnmitnahmen waren hier auf der Tagesagenda. Der ZDW-Index, der konnte den DAX letztlich nur kurz hier richtig beflügeln. Im Gegenzug hatten wir dann aber eben auch einen starken Euro und der hat den Markt ausgebremst und somit waren wir 0,6% schwächer aus dem Handel gegangen. Heute zur Wochenmitte rechnen wir aber damit, dass wir die 10.700-Punkte-Marke wieder ins Visier nehmen. Das heißt, ein leicht freundlicherer Start wird hier erwartet. Und im Laufe des Tages sind es vor allen Dingen am Nachmittag US-Konjunkturdaten, auf die wir schauen werden. Franziska Schimpke aus Frankfurt, vielen Dank für den Überblick. Und wir werfen jetzt einen Blick auf die Charttechnik aus charttechnischer Perspektive. Da bleibt jetzt die Unterstützungszone bei 10.500, das übergeordnete Etappenziel der Bären. Sollte es den Bullen dann gelingen, die 10.700 zurückzuerobern, dann warten die nächsten Zwischenziele dann bei 10.740 sowie bei 10.800 Punkten. Schauen wir nun auf ein paar Produkte, mit denen Sie auf die aktuelle Marktlage reagieren könnten. Hier haben wir ein Long-Produkt, ein Faktorzertifikat auf den LEFDAX, die WKN lautet XM2HEB. Dann noch ein Seitwärtsprodukt, ein Indern-Optionsschein auf den DAX mit der WKN DL262Q. Und dann noch ein Short-Produkt, ein Faktorzertifikat auf den Short-DAX mit der WKN XM2SRT. Und dann noch ein kurzer Blick auf die Termine des Tages. Franz hat es gerade schon angesprochen. Wir bekommen um 10.30 Uhr aus Großbritannien die Arbeitslosenzahlen für den Juli. Und dann gibt es aus den USA die Rohöllagerbestände. Und dann um 20 Uhr aus den USA das FOMC-Sitzungsprotokoll vom 26. bzw. 27. Juli. Und dann noch nachbörslich um 22.30 Uhr gibt es noch Quartalszahlen für das vierte Quartal und zwar von Cisco Systems. Den flatex Morning Newsletter, den können Sie natürlich auch abonnieren und zwar unter flatex.de/service/newsletter. Um 8.30 Uhr bekommen Sie ihn dann von montags bis freitags zugeschickt und natürlich gibt es dann auch täglich ein Update des Newsletters dann um 10.30 Uhr. Ja, das war es auch schon wieder mit den flatex Morning News am Mittwoch. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag.